Zunächst gab es Blumen für Kapitän Manfred Lenz, der sein letztes Heimspiel für den FCH bestritt. 10 Jahre war er Dreh- und Angelpunkt beim Homburger Mittelfeld. Der 35-Jährige will aufhören. Die erste Aktion auf Dörr, den linken Außenverteidiger mit Offensivdrang. Es lief alles normal in die Richtung Kreuznacher Tor. Auch dieser Schuss von Manfred Lenz, Torwart Johannes. Klare Möglichkeiten in der ersten Halbzeit für die Grün-Weißen, für die Gastgeber aus Homburg. Eckball Dörr und Zeller, er scheiterte an der Unterkante. Und wie das im Fußball halt so ist, quasi beim ersten Konter, die Möglichkeit für Bad Kreuznach. Müller überlief die Abseitsfalle, Mörsdorf bekam ihn erst im Strafraum richtig in den Griff und so gab es nichts anderes als Strafstoß. 11 Meter durch Schiedsrichter Allenborn. Kotti ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen. Scherer, der Torwart, hatte nach rechts spekuliert. 0:1, der überraschende Halbzeitstand, und auf der Suche nach guten Aktionen von Manfred Lenz erwischte unser Kameramann diese Szene im zweiten Durchgang. Das hätte eigentlich das 1:1 sein können von Manfred Lenz. In der 62. Minute dann aber doch der Ausgleich für die Gastgeber. Zunächst Verwirrung in der Bad Kreuznacher Abwehr, Tilk. Und dann Zeller. Er nutzt die Chance. Der Ausgleich 1:1 im Waldstadion. Etwa 800 Fans waren dabei. Dann Niederländer, der sehr gut spielte gegen Wilhelm, Tilk. Und das war die 2:1 Führung, der Torjäger mit seinem 28. Saisontor. 7 Minuten später diese Aktion, eingeleitet von Manfred Lenz, der noch einmal an den Ball kommt, mit etwas Glück flanken kann. Und Mörsdorf ist da und macht es 3:1. Das sollte eigentlich die Entscheidung gewesen sein. Noch einmal dieses schöne Tor von Mörsdorf. Gratulation von Manfred Lenz an den Torschützen. Dann aber Nachlässigkeit in der Abwehr. Histing. Das ist Wilhelm. Reitz. Und er macht das 2:3. Dieses Gegentor offenbarte doch Schwächen in der Homburger Abwehr. Aber die Gastgeber hatten noch einige Möglichkeiten, wie bei diesem Pfostenschuss von Histing. Man muss auch fairerweise sagen, dass Kreuznach noch eine Möglichkeit zum Ausgleich hatte. Auch hier die Abwehr der Homburger nicht gerade sattelfest, wie man so schön sagt. Ansonsten waren die Bad Kreuznacher aber gut abgeschirmt und in der Schlussphase noch einmal eine Tormöglichkeit für den FCH. Es blieb schließlich beim 3:2 Erfolg. Damit haben sich die Homburger die Chance auf die Vizemeisterschaft erhalten.